Moin Leute, was geht? Was geht? Weiter geht's mit. Ja, ich würde schon sagen, in der Runde Assassin's Creed. Oh! Reicht schon. Das erinnert mich echt ein bisschen stark an dieses Assassin's Creed, was ich mal gespielt habe. Also Valhalla. Das ist schon schön gemacht hier, ne? Das Spiel. Echt viele. Oh, wow. Das Ding riecht wahrscheinlich schlimm. Einfach beim Boss reingesprungen. Einfach bei dem Boss. Ist einfach ein Boss unten drin. Ihr wollt mich wohl verarschen. Aber was war das denn gerade? Bin ich da reingerutscht? Ich bin da reingerutscht direkt schon am Anfang des Videos. Das war ein toller Start fürs Anfang, ne? Das Video ist, ich glaube, ich spiele es auf schwer. Bitte? Ja, spiele ich dieses Spiel auf schwer? Oder was geht da ab? Warum sind jeder so einfach so schwer? Stimmt ja, erstmal die Steuerung verstehen. Let's go, Truidi! Es geht los! Ui. Hey, warte mal, war ich hier nicht schon ganz am Anfang? Also, wo ich das Video erst am Anfang gedreht habe, nachdem wir hier gelandet sind. Haben wir eigentlich alles eingesammelt? Weiß ich nicht. Ein Evoli! Ein Evoli! Noch ein Evoli! Und vor allem ein Pokémon. Ah, hässliche Viecher. Schon wieder. Hallo. Noch mehr Evolis. Evoli. Ich nehme den Ball ein bisschen Rasen, ne? Na komm. Danke, BD1. Na komm, Kumpel, wir gehen jetzt nach Hause. Ach, wo nach Hause? Wo es reingeht, weiß ich nicht. Ah, hier. Du hast bestanden. Ihr wusstet von BD1? Komm an Bord. Wir reden drin. BD1! Oh, BD1, das ist Chris. Hey, Chris. Was ist das? Runter von meinem Sofa! Runter von meinem Sofa! Geh weg, geh weg! Raus hier! Das ist BD1. Einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motoli-Gewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sepho. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holochron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Ein Holocron. Irgendwas sagt sie, lügt. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Obi-Wan? Oha. Oh, sorry, wenn ich schreie. Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Dazu, bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum
habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? BD1. Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Geil! Na komm, spring auf, mein Kleiner. Ich mag ihn. Den will ich behalten. Dann gucken wir uns das jetzt mal an. Legen wir den Kurs fest. Wir sind ja hier. Das ist. Suche Sepho nach alten Gräbern oder was ist das hier? Das ist. Aber hier müssen wir hin, ne? Dann da. Aha, okay. Okay. Müssen wir hier hinreißen und dann geht's los. Sicher schwer mit anzusehen, wie die Freunde abgeknallt werden. Ich meine, sie wissen schon, ausgelöscht oder so. Was denn? Hilft doch drüber zu reden, oder? Oder nicht? Ja, es war schwer. Aber man muss es verarbeiten, nicht vergessen. Wir müssen uns an die Fehler der Vergangenheit erinnern und die Weichen für die Zukunft so stellen, dass sie sich wiederholen. Bitte. Klingt, als wären sie nicht sicher, ob das alles funktionieren wird. Ganz recht. Darum ist Anpassung auch so wichtig. Egal ob Vorhaben oder Idee. Wir müssen bereit für Veränderungen sein. Na, ich bin aber nicht bereit für Veränderungen. Ich gehe mal kurz. Was ist das denn? Hey, Grease, was ist das? Was? Hast du noch nie ein Terrarium gesehen? Was? Schon, aber da sind doch sonst Pflanzen drin. Ich war damit beschäftigt, dich durch die Galaxis zu chauffieren. Aber du könntest mir ein paar Samen mitbringen. Dachte, du hast die Natur. Wenn sie da draußen ist, schon. Aber hinter einer ausreichend dicken Umbara-Glasscheibe, da geht mir das Herz auf. Gut, mal sehen, ob ich welche finde. Er steht also auf Pflanzen, okay. Ernsthaft? Gucken, ob wir Lichtschwert verbessern, irgendwas können, ne? Aber bleiben wir bei grün. Ah, guck mal. Was cooleres reingeschaltet. Werde irgendwie wahnsinnig schwer auf einmal. Okay. Nicht schön verbessert. Ich mag das Spiel. Das ist witzig. Und irgendwie nett. Nett aufgebaut. Schön aufgebaut auch. Muss ich mich jetzt erstmal hier hinsetzen, ne? Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Dein Name ist Raumschiff. Es tut mir leid. Oh, ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Außer der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Ich sollte ja die dem Raumschiff campen dürfen, okay, während ich rausgehe. Oh. Ah, perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Hier drüben. Oh. Was willst du von mir? Gute Arbeit auf Pogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam
sind gleich auch groß. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Mein Lichtschwert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Du hast erst gesagt, Moment. Komm her. Alles kaputt machen. Ich komme nicht durch. Na hier. Ganz schön dunkel hier wieder, ne? Was hast du hier gefunden? Bitte, was Schönes gefunden. Okay, was ist das? Lagerkiste, Robotyp. Sie ist verriegelt. Ah, ist das alles hier so verriegelt? Das erinnert mich ja an Resident Evil. Also, wenn man ja eine andere Resident Evil spielt. Kann ich da irgendwie rein? Da geht's rein. Ich will doch Schüsse. Klone. Ah, guck mal hier. Schon wieder so Jump'n'Run-Scheiß. Uff. Was? Boah! Schön, Dinger. Sehen unfreundlich aus. Aua. Ich kann nicht mal zuschlagen. Wie kann man sich überhaupt heilen? Mir wird alles erklärt, außer wie man sich heilen kann. Das Heilen wird mir nicht erklärt. Das ist nervig. Aber naja. Ist eigentlich ein schöner Ort schon wieder, ne? Bloß das Nervige ist, man hat mir... Warte mal kurz, kann man irgendwie sehen, wie wir uns heilen können? Wir haben immer was? Wandlauf? Was ist das denn? Okay, wir können uns umziehen. Heilen. Okay. Aua. Aua. Digga, schon wieder. Das gibt doch keinen Sinn. Sie können spammen und ich nicht.